Moin Moin und herzlich willkommen hier auf der Kressgarage zu einem neuen Video. Ich mache heute mal wieder einen Vlog. Bin heute mal wieder am Rennen fahren. Ich bin hier heute gerade bei den Burning Wheels in Blankenfelde. Das ist eine Strecke in Berlin. Ziemlich cool. Die haben eine ziemlich geile Indoorhalle, habe ich die Eröffnung vorgestellt. Eine ziemlich coole Outdoor-Strecke auch. Ziemlich lang gelegen. Hat ein paar helle und dunkle Stellen, weil die so halb im Wald hier drin liegt. Das heißt, die ist schon ein bisschen tricky vom Sehen her. Ich bin ganz froh, dass meine Karosserie stark leuchtet. Sehe ich ganz gut. Ansonsten, ich nehme euch mit in die Rennen rein. Habe ein paar Kameraleute, die mir helfen. Und werde natürlich wieder berichten. Also, bleibt dran, wird ein spannendes Video. Mein Wagen ist 10 Gramm zu schwer. Soll ich die rausnehmen oder ist egal? Ich merke das eh nicht. Ich bin noch nie, die kann ich rausnehmen. Ja, soll ich zwei rausnehmen? Und dann bin ich genau auf der Grenze. Wenn ich einen rausnehme, bin ich nur 5 Gramm drüber. Ja, nimm einen raus, weil die Reifen sind. Werden ja auch ein bisschen weniger, ne? Ja. Ja, und damit noch einmal Moin Moin. Ich bin jetzt hier gerade bei der Fahrerbesprechung, wird so ein bisschen eingeleitet, worum es eigentlich heute geht, welche Regeln zu befolgen sind. Hier seht ihr mal alle Fahrer, war richtig schönes, volles Fahrerlager. Es gab ja einige Klassen, die gefahren sind. Innen drin im Schatten war es auch schön kühl, die Halle ist ziemlich kühl geblieben, draußen war es schon ziemlich warm in der Sonne. Aber hat richtig viel Spaß gemacht. Wirklich viele Leute da. Die BTM ist ja in Berlin ziemlich beliebt und ein paar Rookies auch. Also neben mir waren wir insgesamt 5 Rookies. Hier bin ich mal im neuen Fahrerlager. Das wird gerade aufgebaut. Hier den Noah kennt ihr ja auch schon. Der fährt mittlerweile in der 17.5er Klasse mit, baut hier gerade seinen Wagen ab. Der ist schon richtig mit Setup dabei. Das wird ein richtig großer Rennfahrer. Und hier sehen wir mal so einen Fuhrpark. So ein paar schöne Wagen sind dabei. Die fahren übrigens alle die Bohr in dieser Klasse. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was hier startet, aber das ist so noch die Vorläufe. Also wir fahren ja insgesamt 3 Qualifikationsläufe und aus den besten 2 Ergebnissen davon ergeben sich dann die Startplätze sozusagen für die Finalrunden. Genau. Hier ist jetzt eine Gruppe, die ist aufgeteilt auf 6 und 6 Fahrer. Da im Finale fahren die dann, glaube ich, zusammen, aber in den Vorrunden erstmal nicht. Jetzt ist hier so ein einzelner Start gewesen, das heißt, jeder Fahrer wird einzeln angerufen und hier geht es nur darum, Bestzeiten zu fahren. Also Wettkampf ist natürlich jetzt nicht gut. Manchmal brauchen Fahrer das. Hier seht ihr übrigens den Noah, wie er gerade fährt. Milo ist auch dabei, der fährt auch schon in der 21.5er Klasse mit. Ich glaube, das könnte die 21.5er Klasse sein. Der ist auch schon recht gut dabei, hat schöne Runden hier gedreht. Und ja, ich übergebe jetzt mal meinen Kollegen Ben, der meine Qualifikation hier für euch begleitet. Ja, moin moin hier auf der Kressgarage. Heute ist hier mal wieder euer Kamerakind Ben am Start. Und wir sind jetzt hier gerade im zweiten Quali von Rookie. Bias hier mit einer neuen Karosse, mit einer orangenen, mit Hot Wheels. Ich gebe wie immer mein Bestes. So, wir haben auf der 1 den Louis Pohl. Der 2, Stefan Stotteski. Auf der 3 haben wir hier. Hören wir gleich. Auf der 3 haben wir den William Garens, dann der Tobias schon. Und dann Holger. So. Als nächstes macht es dann die Gruppe 4. Ich weiß, ich muss mir schon ehrlich sein, ist meine Heimstrecke. Ich bin schon besser geworden im Film. Naja, aber auf jeden Fall. Tobias ist das erste Mal, glaube ich, mit seinem SNRC unterwegs. Der ist von Gregor König. Wie ihr schon gestern wahrscheinlich im Video gesehen habt. Gestern war ein Livestream, alle mal ein Like und ein Abo da lassen und die Glocke nicht, Glocke auch aktivieren, dann verpasst ihr nämlich kein Video. Ja, okay, jetzt nochmal ein paar Fakten. Oh, da gab es gerade einen Unfall. Ist meine Heimstrecke. Aber ich muss sagen, Tobias fährt hier gar nicht so schlecht. Ah, die hat er ein bisschen weit genommen. Aber die nimmt er eigentlich gut. Kurze Vorankündigung. Vielleicht fährt er das nächste Mal in einer anderen Klasse. Vielleicht.
Auf jeden Fall. Oh, hat er hier gerade super eng genommen. Naja, gucken wir hier nochmal. Hier ist der gerade Erstplatzierte. Der hat auch super. Dann ist da Holger. William. Luis, Stefan, Tobias, Holger, William. Bestzeit aktuell immer noch vom Luis eine 23.0, vom Stefan eine 24.1, vom Tobias eine 24.9, vom Holger eine 26.6 und vom William eine 25.9. Habt ihr mal kurz die Zeiten mal gehört? Hier, da ist gerade der Stefan Stratesky. Ist fast seine Heimatstrecke. Also ist eigentlich seine Heimatstrecke, ist bloß noch nicht im Verein. Wird demnächst reifen. Naja, gucken wir mal. Da ist der Tobias. Fährt hier gute Runden. Schön eng vor allem auch. Ui, da hat er mal kurz die Wand da innen geküsst. Oder besser gesagt den Schlauch. Wir verlegen ja hier Schläuche und Körbs immer vor den Renntagen. Weil wir dürfen die hier leider nicht liegen lassen. Da hat gerade der Kreske, die Kreskgarage, gut Platz gemacht. Auf dieses Video bitte auch ein Like und einen Kommentar da lassen. Erzähl ich mal kurz, wie es bei mir läuft. Mir läuft es eigentlich gerade gut. Ich bin im Tourenwagen Dritter, weil ich einen Fehler gemacht habe. Also Vierter momentan. Und im Fronti bin ich Erster. Also läuft bei mir gerade echt gut. Naja, aber bleiben wir jetzt mal hier bei Chrissy. Eine Minute 30 zu fahren. Oh, Tobias gerade Dritter. Dein Auto liegt sehr, sehr gut auf der Strecke. Ich weiß, es ist blöd, weil man die Ecke da nicht sehen kann. Tut mir auch jetzt schon leid. Dann können wir noch mal ein bisschen ranzoomen. Dann nehme ich euch mal mit auf eine Runde. Gleich. Also. Runde startet mit der Startenschläge an. Da ist die Zeit auf. Erstmal eine enge Linkskurve. Dann eine Haarnadel rechts. Dann ist da noch eine Haarnadel. Davor war noch mal eine Rechtskurve. Da ist die Gerade. Helfer gerade auf der Strecke. Das ist jetzt eine langgezogene Kurve. Into, sag ich jetzt mal, Schikane nenne ich es. Dann ist die Runde schon vorbei. Haben wir wieder eine normale Linkskurve. Haben wir wieder die Rechtshaarnadel. Normale Rechtskurve. Linkshaarnadel. Dann eine langgezogene Kurve. Auf die Gerade, Gegengerade. Da drückt gerade Tobias volles Gashahn durch, damit er da irgendwie dran bleibt vorne. Ja, es ist jetzt wieder eine langgezogene Kurve. Hier ist die Schikane. Dann ist wieder die Zeit vorbei. Er fährt eigentlich gar nicht so schlecht. Können wir mal kurz gucken, was war denn gerade die Zeit vom Tobias? Es war gerade eine 25,6 und als beste 24,8. Okay, das war's hier auf der Kreskgarage. So, dann sind wir hier. Zweite Qualifying sind wir gefahren. Ich bin auf... In 3 Minuten startet der nächste Lauf. Ich bräuchte dann bitte die Fronti-Fahrer als Helfer an die Strecke und noch ein, zwei Freiwillige. Dann sind beste Runde 24,8, im Schnitt eine 25,7. Wie ich gesagt habe, können wir uns mal hier angucken. 25, 24, 27, 24, 25, 25. Das ist schon ganz gut. Ich habe so ein paar Runden habe ich mich gekämpft. Ich glaube, die 27er da. Aber die davor und danach war schon schön schnell. Das heißt... Ja, wird ein bisschen schwer, noch ein Platz höher, aber aktuell wäre es natürlich schon schön, so zu fahren. So, wir fahren jetzt... Erstmal moin moin hier auf der Kreskgarage. Moin moin hier auf der Kreskgarage. Wir fahren jetzt das dritte Qualifying. Ben hinter der Kamera hilft mir wieder beim Film. Ich bin bis jetzt ein bisschen jedes Mal besser geworden, mal gucken, wie es jetzt geht. Aber ich habe vergessen zu laden, das heißt, mein Akku ist nicht voll voll. Mal gucken, wie schnell wir das merken. Stefan.
Tobias. William. Alle Fahrzeuge sind gestartet und gefehlt. Als nächstes macht sich die Gruppe 4 bereit. Okay, also, wie gesagt, wir kommen zurück. Drittes Quali. Erstes Quali habe ich nicht gefilmt, tut mir jetzt schon leid. Da war Chris Garage auch nicht so gut. Aber wir, zweites Quali habt ihr vielleicht gesehen. Aber werdet ihr vielleicht sehen, weiß ich ja nicht. Wie es reinkommt. Auf jeden Fall, Chris, die hat sich von 6 auf 3 gehoben. Super gut. Fährt auch echt gut. Jetzt alle einen Kommentar und ein Abo da. Und natürlich auch ein Like für mich und für Cassie. Ein Like zählt ungefähr für mich gefühlt wie ein Like für mich, aber gleichzeitig natürlich ein Like für Cassie. Also, wäre sehr, sehr nett. Bitte so viel wie möglich angucken, so oft wie möglich. Ein paar Aufrufe raufkommen. Von Louis, von Stefan jetzt mit 23,9, Tobi, also Cassie, 24,7, dann William Garen, 25,6, und Holger, bester Louis mit 22,6. Rookie Klasse, ich habe es wieder auf 3 geschafft. Beste Zeit eine 24,7, im Durchschnitt eine 25,7. Was haben wir davor gehabt? Beste eine 24,8, eine 25,4. Und meine Runden sind scharf 25,5, 24,9, 24,8, 25,7, 24,9, 24,7, 30,5, da habe ich einen Dreher gehabt, 25,4, 25,2, 25,1, 25,3, 26,6. So, in der Mittagspause gab übrigens richtig leckeres Essen und bin ich darauf angesprochen worden, dass jemand für meinen Le Crest 240 Minuten Rennen schon einen Wagen aufgebaut hat, einen schönen Audi hier für die Klasse 1, ein SNR G, sozusagen die günstigste, beste Version wahrscheinlich für das Klassenrennen, und die fahren jetzt hier zum ersten Mal Probe mit dem schicken Audi. Ich bin nur ein bisschen verwirrt hier. Der Wagen sieht richtig schick aus. Ich freue mich so sehr auf dieses Langzeitrennen. Sie mussten hier übrigens gegen die Fahrtrichtung fahren, damit sie sich nicht trainieren können für das Rennen. Aber das ist auch schon ein richtig schöner Wagen. Also ich glaube hier, der Wagen ist auch schon in meiner Liste drin. Wenn ihr mal bei Facebook vorbeigucken wollt, dort habe ich eine Gruppe aufgemacht für diese 240 Minuten Le Crest. Dort seht ihr, welche Fahrer schon gelistet sind, welche Wagen dort fahren werden. Und ich freue mich richtig darauf. Sie testen halt jetzt noch, wollen sie noch mal ein Wochenende Zeit nehmen, um auch den Wagen einzutesten. Aber sie finden es gar nicht so schlimm, auch mit so wenig Tuning, wie jetzt in dieser Klasse zugelassen ist. Der Wagen schwimmt und wackelt so ein bisschen. Aber das macht ja ein recht realistisches Fahrvergnügen hier. Ist hier ein bisschen anders, dass es nicht runtergezählt wird, wie normalerweise. Starten hat der ersten 10 Sekunden. Dann, dass hier einfach Piep gedrückt wird. So jetzt. Dass sie hier mit einem super Start direkt auf 2 wird, aber wieder direkt von Stefan Stratessi überhole. Sagt man da angeht. Boah, aber Tobi hier Kressi hier auf jeden Fall noch so dran am Stefan Stratessi. Nächste Runde auf der von Louis mit einer 23,5. Ich
sind wirklich nicht weit entfernt. Also zwei, drei, auf jeden Fall kann es spannend werden. Ja, erste Minute ist rum, noch kein Positionswechsel. Hat aber Tobi leider ein bisschen was verloren. Hier bitte nochmal Ali, ich habe gerade eben nochmal mit Leuten gesprochen, die dort gesessen haben. Drei, vier Leute, die haben alle gesagt, wenn sie nicht haben alle gesagt, dass das Gefängnis ist, das Gefängnis ist. Das siehst du, dass das nicht richtig ist. Also beschäftigt euch bitte mal ein bisschen mit dem Link. Sie fährt hier echt, echt gut. Ich weiß, aber trotzdem fährt es ganz angedacht, wenn wir das finden. Also, luftmäßig. Du siehst, um mich gleich rauszukommen, du siehst, wie es ist. Das ist ganz schlimm. Aktueller Einfall für Luis, der Stefan, für Tobias, für Leon, für Helga. Abstand zwischen Luis und Stefan sind aktuell knapp 3 Sekunden. Sind über 3 Sekunden kann man mit einem kleinen Fehler von Stefan auch aufholen. Knappe 2,5 Minuten. Bedeutet die Hälfte ist geschafft. Also zwischen Stefan und Tobi sind vielleicht 2 Sekunden. Je nach bin ich direkt dran. Das ist für mich ein bisschen stressig fürs Film, aber es geht schon. Für die Fans mache ich alles. Für die Pressigang. Dann mal Like, Abo, Kommentar da lassen und natürlich nicht die Glocke vergessen. Ja, vielleicht ein Flachbahn. Nebenbei, da ist der Erste. Abstand zwischen Luis und Stefan aktuell circa 6 Sekunden. Zwischen Stefan und Tobi? Luis. Abstand zwischen Stefan und Tobi aktuell 2 Sekunden. Kann auch noch schaffen. Leute, wir sind wieder runter, dann bitte Platz machen. Danke. Hier haben Sie meinen Fan, mein Nick. Ja, ich habe gesagt, das haben Sie gemacht. Ich glaube, es ist stärker als das hier am Ende gelaufen. Da ist 2 Platzierte, da ist 5. Platzierte, da ist 4 Platzierte, da ist 6 Platzierte. Oh, Tobi mit dem Fehler. Also auch als Platzmacher einstellen. Das ist echt schade, dass der Tobi einen Fehler gemacht hat. Dafür sind noch 30 Sekunden und als nächstes ist 17 Halbrenner. Einstellung ist immer noch höchst, Stefan, Tobias, William, Holger. Hat sich nicht durch eine Sache geändert. Danke schön an die 4 für Stefan. Wir gehen jetzt langsam in die Überzahl. Stefan ist durch. William Garden ist durch. Scheibe ist durch. Tobias ist durch und Louis ist durch. Danke fürs Zuschauen. Das war das erste Finale. Und wie war's? Sehr gut. Ich war noch zu Ende. Ich werde auf jeden Fall zum Ende nervöser. Das merke ich schon ganz schön. So, jetzt wird's spannend. Mal gucken, wie ich das entsetze hier. Ah, Wagen mitnehmen. Da war ja noch was. So.
bin jetzt gerade hier mein schönes Finale gefahren. War echt spannend. Dritten Platz gemacht, als Dritter gestartet. Mal gucken, was wir jetzt machen. Also wir haben erstmal eine kurze Pause. Aktuelle Reihenfolge Ben, Jörn, Olli, Martin. Beste Runde von Ben 19.3, jetzt 19.2. Vom Jörn eine 19.6, vom Olli eine 19.6, vom Martin eine 23.6. Viel Glück! Tobi, viel Glück! Danke dir! Viel Glück! Good luck! Dankeschön! Good luck! Good luck! Viel Glück, Stefan! Viel Glück, Tobi! Und los geht das dritte Finale der Rookies! Kann ich ganz vorne an Tobi dran halten? Naja, ist ja auch klar, ist ja auch die Cressy Power. Unterstützung der Fans ist da. Da ist der Holger Schneider. Den hatte ich drauf. Heilige. Der hat sich da aber gerade anders überschlagen. Ja. Ja, ich mache schon Fortschritte. Auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da. Daumen hoch auch nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Like und Daumen hoch ist eigentlich nur das Gleiche. Kommentar vielleicht noch da lassen. Vielleicht Grüße senden oder so. Vielleicht auch Tipps für Cressy noch reinschreiben. Falls ihr Fragen habt. Ich werde es mir auch noch das angucken. Wird ja ein Livestream. Ihr könnt ja dann locker mal schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Schäfer, ich setze mich dann wieder an meinen Rechner. Jo, zweites Finale, wieder Platz 3. Wir sind 5 Fahrer hier. Ein bisschen ruhig fahren wir schon alles. Hat jetzt nicht so wirklich viel Emotion. Aber ich habe Platz gehalten. Hier verliert man, wenn man Fehler macht. Fehler habe ich nicht gemacht. Die anderen auch nicht so wirklich. Und jetzt geht's mal live direkt ins Rennen rein. Mal gucken, wie was jetzt hier läuft. So, Rookie. Finale A auf 2. Auch wieder auf 3. Hat sich eigentlich nichts geändert. Bisschen langweilig, kann man schon fast sagen. Für mich gehen wir jetzt nur hier gucken. Beste Runde eine 24,6, Durchschnitt eine 25. Ja, doch, ich bin schon verdient hier auf dem. Hier war es da. In Gelb eine 4, da war ich ein bisschen schneller. 25. Aber keinen Dreher dabei gehabt. Ah, ich bin zufrieden. Ich kann bei denen mithalten. Ich kann bei. Naja. So, hier springen wir jetzt nochmal ins eines dieser großen Finale, war richtig spannend hier. Ihr seht ja mal, wie das aussieht, wie ein richtig großes Fahrerfeld am Start ist. Start ist jetzt gerade erteilt worden, jetzt kommen sie hier gleich wum, 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 um die Ecken. Richtig cool. Wir sind hier bei den 21 Fünfern, das ganze Starterfeld ist dabei. Und hierzu wird es auch nochmal extra Videos geben, das heißt, bleibt auf der Kress-Garage, es wird mehr geben. Ich springe jetzt hier gleich mal wum, wum, ich bin übrigens gerade Helferposten, ich springe jetzt mal direkt in die Siegerehrung rein. Jetzt machen wir weiter in der Klasse Rookie. Auf Platz 5 der Holger Scheiber. Auf der 4 der William Garden. Du kannst dich gerne hinstellen, wenn du möchtest. Auf der 3 der Tobias Martin. Ja, da freue ich mich sehr. Ich gebe mal die Kamera ab, jetzt hilft mir gerade jemand mal zu filmen, wie ich aufs Treppchen gehe. Krieg eine schöne Urkunde. Auf der 2, der Stefan Straschewski. Ja, mit ihm habe ich mich viel gefightet. Also wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von meinen Rennerlebnissen hier sehen wollt, kommt doch gerne, werdet Abonnent der Kress-Garage. Lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt die gerne unten drunter. Ich habe richtig viel Spaß an diesem neuen Hobby und würde mich freuen, wenn da auch mehr und mehr zukommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Ich freue mich jetzt weiter und trainiere fürs nächste Rennen. Ich sage jetzt noch Ciao und Tschüss, euer Kress.